sie hat einen ultra tollen Humor, genau wie William. Ihm ist auch eine Queen. Geil. Ja, die Leute, die sind schon echt... Ich will nicht sagen witzig. Witzig wäre das falsche Wort in dem Sinne. Aber die sind einfach faszinierend. Aber auf eine wirklich gute und positive Art. Ich weiß nicht, ich finde es einfach toll, dass es so viele verschiedene Menschen gibt. Im Moment, wenn man keine Beine mehr zum Gehirn ist, einfach Ende. Sie ist offline. Nicht offline. Nö, online. Okay. Ja, jetzt geht's wieder. Im Endeffekt sind Drag Queens, während die es anregt, in Frauenkleidung rumzurennen und die halt die Show und das ganze kostümieren mögen. Ja, okay. Habe ich was verpasst? Muss ich neu laden. Wie der Stream läuft normal weiter. Dann ist ja gut. Los immer bei euch. Ich bin mit meiner eigenen Skizze hier komplett verwirrt tatsächlich. Uns wieder. Ich guck ja auf das RuPaul's Drag Race. Was ist das? Jojo, du musst uns heute voll viel erklären. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich so unwissend bin. Aber erzähl doch mal. Das ganz gerne, dass ich dann nur einen Stift dran dafür finde, einen geeigneten. Konturen umzuziehen. Ich mache das jetzt mit so einem. Das ist der B-Stift von den Pit-Stiften, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich mich das traue. Mein Gott, wackelt das. Jupiter, ich finde auch, jeder soll machen, was ihm oder ihr gefällt, solange niemand beeinträchtigt wird. Ich liebe Paintball Laser Tag. Boah, ich würde Laser Tag so gerne spielen. Und ich habe ja zwangsweise quasi das eine oder andere gelernt über die Menschen da draußen. Also so ganz flüssig läuft es immer noch nicht. Hm. Kann aber auch sein, weil ich... Vielleicht funktioniert es jetzt gleich besser, weil ich habe probieren momentan noch ein Video bei Premiere, weil ich jetzt nach Premiere wechseln möchte und mich heute damit auseinandergesetzt habe. Habe ich beides noch nie gespielt, ich auch noch nicht, aber ich würde Paintball und bzw. Laser Tag so gerne mal spielen. Und in Bielefeld gibt es das ja auch. Und irgendwann wollen wir mal alle zusammen nach Bielefeld fahren und das dort spielen.
Also es geht gerade wirklich nur darum, dass wir quasi die äußerste Kontur nachziehen. Sag, manchmal mag ich den, manchmal mache ich das nicht. Bei dem Bild habe ich jetzt einfach Lust dazu. So doof, wenn es einfach im Nirgendwo endet. Da bin ich komplett gelassen. Macht mir persönlich mega Fun. Aufklärung von you. Isa, das Bild wirkt direkt anders, ausdrucksvoller mit den schwarzen Linien. Immer wieder schön sowas. Warum spielt er es nicht? Lohnt sich. Ich bin noch nie dazu gekommen, tatsächlich Lasertext zu spielen. Also irgendwie, ich habe, glaube ich, seit meinem 21. Geburtstag auch einen Gutschein dafür. Von meiner Schwester. Aber irgendwie, weiß nicht. Jetzt kommt das Tollste. Jetzt wird es wahrscheinlich total wackelig. Tun wir jetzt parallel. Wo wohnt ihr eigentlich? Mein Twitch ist abgestürzt. Nein! Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich versuche es jetzt so zu machen, dass es nicht allzu sehr wackelt. Das dauert jetzt nur ein bisschen dadurch. Bei dem Radiergummi, was ich gerade benutze, kann man auch nur in eine Richtung radieren, weil sonst klebt das Radiergummi fest. Das ist gut. Hannover. Irgendwann mache ich ein Zuschauertreffen mit Lasertag. Das wäre witzig. Oh, ich habe gerade gesehen, ich habe eine Linie vergessen. Es passiert mir auch ganz, ganz oft bei solchen Zeichnungen. Linien vergesse. Aber wenn man es dann wegradiert, dann sieht man es. Ich möchte mir übrigens sagen, die Farbe auf der Haut zu tragen ist nicht angenehm. Komm ich aus Isas Nachbarstadt. Gibt's ja nicht genügend. Aber ich weiß es ja seit gestern. Sorry für die Wackler. Drei Stunden weg von mir. Was? So nah ist das. Jetzt irgendwie nicht gedacht, tatsächlich. Müssen wir übrigens einmal auf meinen Instagram-Account gucken, um einmal zu sehen, was ich hier eigentlich zusammengebaut habe. Das sieht so witzig aus. Also falls ihr mal sehen wollt, wie ich das mit der Webcam gerade konstruiert habe. Nur einmal nur jetzt kurz auf den Rechner gucken. So, das ist echt fertig. Oh. Ton? Wie Ton? Erdbeben, rette wer sich kann. Ton, what the fuck? Was ist denn mit dem Ton? Ton ist doch da. Vögel? Dagnesia, solltest du jemals einen. Achso. Ah! Ja, es gibt dann Birdie Alpha und Birdie Beta. Dann wird sich gegenseitig abgeschossen. Und was ich dazu sagen muss, es ist ein recht dickes Papier. Sorry fürs Erdbeben auf jeden Fall. Es ist ein recht dickes Papier, das heißt, und vor allen Dingen, weil ich bin ein Mensch, ich überziehe Fleischeflingeln ständig nochmal neu und dann brennen die sich quasi, also die gehen dann tiefer in die Fasern des Blattes rein. Das ist auch immer, und wenn man dann zu viel radiert, dann raut das Papier sich auch, wenn man das ja auch quasi angreift. Beziehungsweise man kriegt diese Linien dann nie so richtig weg und dann müsste es eigentlich auch zart zeichnen, aber das kann ich nicht, weil ich mit dem Fahrer dabei bin. Ist ja doof.
Du musst den Hund reintragen, vielleicht wächst er ja nicht mehr so. Das ist immer so leicht, das ist echt bitter. So, jetzt kommt die Farbe. Das mache ich mit diesem wunderbaren von Faber-Castell, die Polychromos. Das habe ich mit Google Maps gemacht. Was? Und ich mache daraus so eine kleine Waldelfe, habe ich jetzt einfach beschlossen. Wir fangen jetzt einfach mal mit ganz einfach mit der Hautfarbe an. Und dadurch, dass es ein recht kleines Bild ist, ist auch nicht mehr so groß die Hautfarbe, muss ich erstmal anspitzen. So, ich meine, so viel Haut gibt es nicht. Das ist hier unten das Bein ein bisschen. Das auch so ein bisschen auslaufen muss dann einfach. Um Farbe ein bisschen intensiver zu machen, sollte man grundsätzlich zwei Grundierungen machen. Quasi einmal, dass man einmal in diese Richtung und dann einmal in diese Richtung. Mache ich auch nicht immer. Aber dadurch sehen die Farben am Ende ein bisschen satter aus. Bei so kleinen Bildern. Ist es nicht immer notwendig. Oh geil, hier endet auch die Linie einfach. Was mein Hund hat, keinen Bock drin zu sein. Ah. Aber du hast heute nicht so viel Glück mit dem Stream, merke ich gerade. Ist denn draußen noch so schönes Wetter, dass du sagst, hey, ich möchte die ganze Zeit draußen sein? Ganz viele Linien nicht zu Ende geführt. Hab Geld in meiner Po-Tasche gefunden. Geil! Und deshalb trickst du ihn. Manchmal habe ich keine andere Wahl. Jetzt zu viel Kraft. Ja, das geil ist auch. Das hat ja auch einen Hund, einen Münsterländer. Der ist wirklich fabelhaft. Ich habe eben Scheiße mit dem Handgelenk gemacht. Der ist wirklich süß. Ich liebe diesen Hund auch wirklich. Weil der ist manchmal. Der ist immer so geil, weil der zieht dich. Beim Spazierengehen zieht er dich komplett die ganze Zeit. Und dann laufen wir aber so viel, dass der voll fertig ist am Ende. Und dann springt er nicht mehr ins Auto zurück. Weil er einfach zu kaputt dafür ist. Dann müssen wir den einmal hochheben. Und ich denke mir immer so, alles klar. Gerade auch für Hund. Die Rockmusik passt irgendwie nicht. Das stimmt wohl. Das ist auch. Aber die Musik. Die Musik ist halt auch so. Ein allerlei aus allen möglichen Mixrichtungen, die ich irgendwie mir mal runtergeladen habe. Deswegen. Gibt da keine klare Linie bei mir. Weil ich höre einfach alles gerne durch. Ja. Aber auch, hallo auf jeden Fall, Jennifer. Meine Lieblingsrichtung von Musik. Musik ist eher random. Muss ich auch mal ausprobieren. Heute ging es aber. Was musst du ausprobieren? Geh nächste Woche zu Limp Bizkit. Der Limp Bizkit. Lisa, nicht du. Ich hatte den Link wegen Google Maps. Ach ja, stimmt. Stimmt, sorry, Dagnesia. Ich bin doch, ich weiß noch, wie verwirrt ich bin. Also irgendwie weiß ich nicht, habe ich nur solche Musik, weil ich die Musik auch irgendwie gerne höre. Ich meine, klar, ab und zu bin ich davon genervt. Ich habe da mittlerweile auch neue Musik noch wieder zugeedit. Also die Liste, die Playlist wird immer länger. Es geht permanent. Ich weiß echt nicht, warum alle Leute so Probleme die ganze Zeit damit haben.
Ich habe doch nichts anderes umgestellt oder sonst dergleichen. Und Soph ist irgendwie die Einzige, die keine Probleme hat, oder? Soph? Keine Ahnung, woran es liegt. Die ist den ganzen Tag im Garten und will abends trotzdem nicht rein. Wow. Das ist ein cooler Hund. Wie alt ist der Hund, wenn man einfach mal spaßhalber fragen kann? Hallo Vibes! Vibes, wie geht's dir? Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Und dann ist ja Level 50. Alter, nicht schlecht. Gibt nichts Besseres als über Deutschland für mich. Das war da bestimmt nur wegen dem Wetter. Also ich mag den nicht. Deutschen Rock lieber. Ich weiß, ich wissen ja glaube ich ganz viele, aber ich habe eh nie eine richtige Musikrichtung. Ich höre einfach das, was ich hören möchte. Das kann von Baby Metal, KIZ bis alle Tawil, alles mögliche sein tatsächlich. Meine Tante hat immer schon Hunde gehabt. Irgendwann hatte sie eine Art Wulst am Rücken. Was war ihrem Routine-Check auf ihre Arbeit im Krankenhaus gekommen? Was hat das aber mit den Hunden zu tun? Das verstehe ich nicht. Naja, warst aber lange nicht mehr hier, dass du erst Level 2 bist, ne? Ich bin gerade ein bisschen erstaunt, wie lange dieses Lied ist. Hage! Moin Moin, Einzelzimmer im Krankenhaus ist schon geil, Alter. Wie geht's dir so bald, mein Lieber? Jeden Tag besser, das ist schön. Wenn wir irgendwas für dich tun können, lass es uns. Die anderen helfen gerne. Nein, Quatsch, ich helfe auch gerne. In letzter Zeit bin ich richtig müde, einfach wieder. Ich mache auch wieder so viel Sport gerade. Ich merke das ja auch so immer beim Stream ist und so. Das Zeichen hier, das bereue ich gerade viel zu sehr. Ah! So will ich Action. Action. Und das mit der Farbschattierung in beide Richtungen. Weißt du denn so? Mit Band 6. Aber ich bin ja ein Mensch. Der Weg bleibt sein. Danke für die GZ-Leuchten. Was? Problem bei meinen Bildern ist immer, ich habe nie eine spezifische Lichtquelle. Ich schattiere einfach super gerne. Was wird 6?
Babymetal, mein Hund auch. Ach so, dein Hund? Ach, stimmt. Kack WLAN. Jeder hat Probleme. Oh, das ist halt Dark hinein. OMG. Ich hab das auch. Jeder hat das irgendwie. Ich weiß nicht, was bei euch los ist. Ich glaube, die Einzige, die flüssig gucken kann von uns, ist wirklich die Sof und ich. Nice stream. Ja, das war jetzt irgendwie meine Ebene drauf. Was hast du an deinen Händen links und rechts? Ja, aber das Bild ist spiegelverkehrt tatsächlich. Und damit die Leute wissen, dass ich Rechtshänder bin, habe ich das eben auf meine Hände geschrieben. Zwei Katzen, 5 und 9 Jahre alt. Auch schön. Auch schön. Ich meine, ich liebe ja Tiere. So, ich liebe alle Tiere. Ich sage, es gibt auch so Insekten. Von Isa zu meiner Tante, da kam noch ein Text im Anschluss von mir. Oh. Oh, tut mir leid, Agnesia, habe ich wohl verpasst, tatsächlich. Grußkarten ins Krankenhaus. Ja, der Rest kommt. Bekommst ein Fresspaket von mir. Da das Essen im Krankenhaus doch mies ist, oder? Ja, stimmt. Esspakete sind, glaube ich, da genau das Richtige einfach. So, und was ich immer wieder liebe zu machen, zum Ende. Wenn meine Schattierung fertig hat, kommt immer noch wieder schwarz zu. Ich meine, es gibt viele Leute, die ich schattiere halt andersherum. Ich mache erst die helle Farbe, ich mache dann den Schatten und dann kommt das Schwarze. Und viele machen es eben genau andersrum, dass sie als erstes das Schwarze zeichnen und dann Schatten. Aber irgendwie, ich kann das nicht. Also ich weiß nicht, das ist mir auch manchmal zu intensiv. Ich kann es auch. Ich vergesse die ganze Zeit dieses verdammte Ohr hier. Kann nicht wahr sein, ey. Dann geht man zumindest bei der Hautfarbe, je nachdem, weil man möchte ja nicht zeigen, dass das alles zu dunkel oder zu schwarz ist. Also dass es nicht zu krass dunkel ist. Das macht man wirklich nur, wenn man so richtig intensiv dunkle Szenen machen möchte. Aber das soll ja locker und flockig sein, deswegen ganz leicht mit der Schwarze einfach nur so ein bisschen drüber gehen. Dann hat man eigentlich das auch schon erreicht, was man haben möchte. Was schreibt man, wenn man denn auf einen Umschlag Fresspaket? Ein L und ein R und Isa zu meiner. Die Frage ist, in welches Tag? Oh, da müsste ich. Was schreibe ich? Überraschung für Zimmer XY oder sowas. Wenn ich nur an mein Klinikessen denke. Ich bin zum Glück noch nie im Krankenhaus gewesen. Es geht alles am Abend, bestelle ich mir immer vom Lieferservice. Ach so, ja, dann ist ja auch gut, Hago. Hatte mal eine Lungenentzündung, 6 Wochen Krankenhaus danach, bin du jetzt wieder rund. Oh, Isa, ich bin es ja gewohnt, dass Twitch immer rumspinnt. Stimmt. Nein, ich kann nicht flüssig gucken. Habe ich doch schon dreimal gesagt oder so. Stimmt. Tut mir leid, so. Leid. Ich wollte einfach
einfach dumm behaupten, dass Leute einfach dumm behaupten, dass es wenigstens bei einem funktioniert. Weiß ich nicht. Ich spreche mal mit Justin, was da los ist momentan bei mir. Kann ja nicht sein, dass es nur super fährt. Aber vielleicht muss ich einfach mal einen anderen Server ausprobieren. Aber wahrscheinlich ist sowieso wieder CSGO und Riot am Stream und dann ist sowieso Kretze. Geht sie? So kann man viel besser durch die Gegend rollen. Das stimmt. Also könnte es auch was Gutes haben, wenn ich tatsächlich im Krankenhaus bleiben muss, nachdenke. Ich würde dann immer sagen, dann lieber doch kein Krankenhaus. So, ich habe gesagt, ich mache so eine kleine süße bunte Elfe. Deswegen arbeite ich jetzt. Was ist das für eine Farbe? Carmin Rosé. Und Carmin Rosé werden jetzt auch die Lippen von ihr. Wie habe ich das ausgespart gerade? Noch nass ziehen kann. Aber. Was ich ganz selten mache, ist Figurenlichtzeichen zu schminken tatsächlich. Und das finde ich eigentlich ist immer voll aufregend. Und sich dann auch so austoben und das eben machen. Ich schicke dann Millionen das Paket für Dark. Das ist gut. Tiere sind was echt Tolles. Ja, das stimmt. Der Wolf. Rotkäppchen, was hast du in deinem Körbchen? Rotkäppchen Doppel D. Geiler Witz, Apo. Geiler Witz. Du bloß nicht abnehmen. Dann nicht. Apo, der war schlecht. Es kommt darauf an, was man dann einfach an Essen schickt. Man kann ja auch gesunde Sachen einfach die ganze Zeit schicken. Also in der psychiatrischen Klinik war das Essen meistens ganz gut, nur ab und an nicht. Komm, soll ich noch einen raushauen? Ja! Apo, hau noch einen Witz raus. Komm. Mach it. Will it hören. So, nachdem, also eigentlich fand ich das Bild echt fürchterlich. Nicht das von Araceni, aber das, was ich gearbeitet habe. Aber also wenn man es sich jetzt anguckt, macht das schon was her. Und das ist ein bisschen. Meine Mutter fragt mich, wie ich Lesben sehe. Meine Antwort in Full HD war wohl falsch. Ja, wenigstens Rage Duck. War der besser? Nein, ich fand den ersten definitiv gehaltvoller. Da muss ich dich jetzt leider ein bisschen enttäuschen.
Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwierig das gerade wirklich für meine Augen ist, es hier ordentlich zu machen. Oder hab ich verkackt? Nein. Ja. Gibt wahrscheinlich schlimmer. Was wir immerhin. Na gut, wir hatten öfter schlechte Milch da. Im Endeffekt war es nur ein Muskel, der bis sie viel zu weit entwickelt war aufgrund ihrer Hunde, also dem Gassi gehen. Sie ist eher zierlich und klein und so. Daher Elisabeth gesagt hatte, ach so, witzig. Meine Kollegin hat mal einen Kuchen mit Salz statt Zucker gebacken und am nächsten Tag dem Pfarrer vorgesetzt. Der Pfarrer hat unseren Kindergarten besucht, wie witzig. Doch, das ist dann doof. Fahrrad. War wohl verliebt. Wahrscheinlich.